Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Pokémon Revolution Online. Ja, dem einen oder anderen ist sicherlich schon aufgefallen, oh Moment ey, der Bloop ey, der hat aber da ein ziemlich interessantes Team links oben. In der Tat, ich war nämlich ein bisschen auf der Jagd, und zwar auf der Jagd mit Pokédollar im Trade-Chat und habe mir mal die restlichen Starter gegönnt, die mir für meinen Pokédex noch gefehlt haben. Das wären einmal die Gen 5 und die Gen 6 Starter. Hier Sneevee, Oshawott, Tepig, Froakie, Fennekin und Chespin. Die guten Gen 5 und Gen 6 Starter. Ja, und ich dachte mir, ich werde die gleich einfach schon mal auf ihre jeweils zweite Stufe entwickeln, damit ich das schon mal erledigt habe. Und ich wollte auch noch das Rotom-Problem angehen. Rotom soll sich bei mir in irgendeine Form entwickeln. Mittlerweile ist es mir egal, welche Form es ist. Hauptsache, es entwickelt sich. Und da wurde mir im Help-Chat doch mal nahegelegt, quatsch doch mal die komischen Kisten im Einkaufszentrum von Höhen an und guck mal, ob da dann was passiert. Und genau das werde ich nachher machen. Ich habe schon getestet, ich kann diese Kisten ansprechen. Was dann passiert, das weiß ich aber noch nicht. Das werden wir gleich gemeinsam herausfinden. Und ja, damit ich die Zeit ein bisschen überbrücken kann, während ich hier die Entwicklung mache, hatte ich die Idee, dass ich mal ein bisschen über Pokémon und über Pokémon Revolution Online erzähle. Weil zu Pokémon habe ich jetzt auch schon ziemlich lange nichts mehr gemacht und vielleicht interessiert den einen oder anderen ja warum. Und ich überlege gerade, wo könnte ich Froakie denn, was für ein Level haben diese Pokémon hier im hohen Gras. Wobei ich sollte vielleicht doch eher hier. Was für ein Level haben die hier? Level 22. Ach du heilige Scheiße. Ich habe ein Problem. Der könnte mich killen, ne? Oh shit. Ich habe ein Problem. Level 22. Scheiße, der macht mich weg, oder? Kann ich fliehen, bitte? Oh, dankeschön. Okay, hier sollte ich nicht... Nee, hier soll ich das nicht machen. Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Level 22, gar keine gute Idee. Ich habe dem Froakie zwar Surfer beigebracht, aber nee, das ist da eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich glaube, ich gehe hoch nach Azuria City einfach so. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Ja, um das Thema Pokémon mal anzuschneiden. Ah, die gute Walross-Kastanie ist hier wieder am Start. Sehr gut. Finde ich einen sehr, sehr genialen Nicknamen. Ich glaube, es gibt tatsächlich die Ross-Kastanien. Und Walross-Kastanie soll einfach so ein mehrmäßiger Joke sein. So, bitte hier nicht angequatscht werden. Genau, Pokémon. Warum mache ich kein Video mehr zu Pokémon? Ich habe tatsächlich noch so 2-3 Videos auf Tasche zu Pokémon, die ich aber aus Faulheit einfach noch nicht rausgehauen habe, weil ich von Pokémon alles andere als begeistert bin, beziehungsweise ich bin von der, ich nenne es mal Politik von Pokémon, nicht so begeistert. Der eine oder andere mag jetzt sicherlich sagen, ja, aber Pokémon, die bringen doch so schnell neue Generationen raus. Die sind ja jetzt auch schon bei der vierten Gen und Anfang nächsten Jahres soll dort die fünfte Gen kommen. Ja, das stimmt. Aber bei Pokémon hat das einen ganz speziellen Grund, wieso die so waschen, weil die nämlich ihre Community richtig hart verarschen. Oh ja, wenn man nämlich bei Pokémon, und das ist auch der Grund, wieso ich Pokémon aktuell nicht mehr weiterspiele und das Spiel auch nicht wirklich gut finde, wenn du mit Pokémon quasi storytechnisch durch bist, kannst du ohne diese Echtgeld-Coins quasi nichts mehr machen. Du brauchst für jeden Scheiß diese Echtgeld-Coins. Du brauchst selbst Echtgeld-Coins, wenn du
Wenn du Items von deinem Pokémon runternehmen möchtest, um da ein anderes Item draufzupacken. Selbst für so etwas brauchst du in dem Spiel echt Geldcoins. In einem normalen Playthrough fällt dir das gar nicht so auf, weil ich habe das bei Kanto ja quasi auch gar nicht gemerkt, weil man bekommt ja für jeden Scheiß Coins. Wenn du eine neue Route entdeckst, bekommst du Coins. Wenn du eine neue Stadt entdeckst, bekommst du Coins. Wenn du irgendetwas machst, wenn du dich umdrehst, bekommst du Coins. Ja, wenn du Arena-Leiter besiegst, also du bekommst ja wirklich für jeden Scheiß Coins. In der Story. Aber wenn du mit der Story durch bist, musst du quasi, ja, echt Geld investieren, um das Spiel auch weiterhin noch spielen zu können. Und das ist auch der einzigste Grund, wieso Pokémon so megamäßig darauf gedrillt ist, ganz, ganz schnell immer eine neue Region rauszubringen, weil ansonsten würden die Leute alle sofort aufhören mit dem Spiel, weil keiner gibt Unmengen an Geld aus, um, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht besiegt werde, keiner gibt Unmengen an Geld aus, nur um irgendwie Items von deinen Pokémon runterzunehmen. Ich meine, ich mache mal hier gerade den Test auf Exempel quasi. So, ich nehme jetzt hier mal eine Beere, pack die auf mein Teppich drauf. Passt. Ich brauche hier kein Echtgeld für bezahlen, um das zu machen. Ich nehme die Beere wieder runter. Läuft. So soll es sein. Ich will für so einen Scheiß kein Echtgeld ausgeben. Das ist doch wohl Abzocke und Verarsche. Also, ich hoffe, das verändert sich noch. Ansonsten werde ich dieses Spiel, also Pokémon, nie mehr anrühren. Weil das ist einfach nur eine absolute Verarsche. Ich habe das ja so eben in meinem Let's Play gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich glaube, ganz gegen Ende habe ich mich so gefragt, Moment mal, wieso kann ich meinem Pokémon das Item nicht mehr abnehmen? Ich brauche dafür echt Geldcoins für so etwas Simples. What the fuck? Ja, und wie gesagt, das ist halt auch der Grund, wieso Pokémon so viele Regionen so mega schnell rausbringt. Weil ansonsten würden halt die ganzen Spieler abspringen. Weil niemand bezahlt echt Geld dafür, um aufs Klo gehen zu dürfen, sage ich jetzt mal so salopp. Also das finde ich eine absolute Sauerei. Und also ganz ehrlich, ich bin vom Entwickler, vom guten Shane, bin ich in der Hinsicht wirklich enttäuscht. Ich dachte, Pokémon wird richtig, richtig gut. Shane ist ja der damals Pokémon Revolution Online gemacht hat. Und ich dachte, ey, ganz ehrlich, wenn Shane das macht, kann es nur geil werden. Aber das hat er aber richtig verkackt. Holy shit. So, Lick brauche ich hier niemals drauf. Also, das unfassbar, wie man die Community nur so verarschen kann. Und generell hat mir Pokémon eh nicht so wirklich gefallen, weil du dort alles hinterhergeschmissen bekommst. Du musst da quasi gar nicht nach seltenen Pokémon suchen. Sie springen dich förmlich an. Du kriegst alle möglichen Legendären ohne Probleme. Dir werden Meisterbälle hinterhergeschmissen. Also alles wird dir hinterhergeschmissen in dem Spiel. Nee, also es ist zwar hier in Pokémon Revolution Online nervig, wenn du teilweise echt stundenlang farmen musst, aber ganz ehrlich, das gehört in Pokémon dazu. Wenn ich in den originalen Nintendo-Spielen irgendwas Spezielles haben möchte, muss ich dafür auch stundenlang farmen. Und genauso ist es hier halt auch. Und ja, also das als Erklärung, wieso ich Pokémon aktuell nicht mehr anrühre. Ich finde es eine absolute Sauerei, dass du im Late-Game für jeden Scheiß Echtgeld bezahlen musst. Und das kann ich nicht unterstützen und das möchte ich auch nicht unterstützen. Ich meine, um mal hier den Übergang zu schaffen, weil ich auch ein bisschen über Pro reden wollte. Viele sagen ja, Pro ist doch Pay to Win, was kompletter Bullshit ist. Pro kannst du komplett ohne Echtgeld spielen. Ich gebe für das Spiel auch fast nie Geld aus, außer ich will wirklich mal ein bisschen die Entwickler unterstützen. Aber du kannst das hier echt komplett ohne Echtgeld spielen. Und Pokémon ist halt genau das Gegenteil. Das ist Pay to Win. Du kannst später noch nicht mal deine Items wechseln, wenn du nicht Echtgeld bezahlst. Es sei denn, es gibt mittlerweile eine Möglichkeit in Pokémon, wie man auch an Coins kommen kann ohne Echtgeld. Aber, also ganz ehrlich, allein schon dieses Prinzip
Da kann ich einfach nur mein Kopf gegen die Tischkante hauen. Vehement, immer und immer wieder. Das kann es nicht sein. Das hat nichts mehr mit einem Pokémon-Spiel von Fans für Fans zu tun. Das ist Geldmacherei. Also, dazu fällt mir auch nichts ein. Dazu fällt mir auch echt nichts ein. Ja, kommen wir mal zu etwas Erfreudigem. Pokémon Revolution Online. Ich finde es gut. Ich meine, hier sagen ja auch viele, ja, die fünfte Region, die kommt einfach nicht. Ja, das stimmt. Aber warum kommt denn die fünfte Region nicht? Die fünfte Region kommt nicht, weil an den ersten vier Regionen noch mächtig rumgeschraubt wird. Hier wird halt richtig viel Liebe in das Spiel reingesteckt. Die Leute arbeiten hier richtig krass an dem Spiel. Hier werden nicht einfach Region nach Region nach Region rausgehauen wie in Pokémon, die dann teilweise gar nicht fertig sind. Hier steckt in jeder Region richtig viel Mühe und richtig viel Liebe drin. Und das merkst du auch. Allein schon die ganzen NPCs, du merkst es einfach. Ich hätte Froakie noch dieses Wasser-Item geben können, oder? Dann würde ich die Pokémon vielleicht mal hier teilweise one-hitten. So, die ganzen dürfen sich doch auf spätestens 16 alle entwickeln. Das heißt, ich müsste es doch gleich hier dann auch mal durchhaben, damit ich mich dem guten Rotom widmen kann. Ja, also ich denke, wer aufmerksam die Update-Logs verfolgt, weiß, dass hier sehr wohl an allen möglichen Gedöns gearbeitet wird. Zum Beispiel wurde, habe ich auch neulich wieder gelesen, ja Leute, hier unten ist doch schon die aktuellste Generation, wann wird die denn endlich mal released? Zumindest die Alola-Formen, wieso kommt da denn nichts? Ja, es passiert was, also es wird schon daran gearbeitet, man sieht immer wieder in den Update-Logs, dass da durchaus wieder ein bisschen rumgebastelt wurde an der aktuellsten Gen, an der Unova-Region. Also es geht peu à peu immer so ein bisschen weiter. Und irgendwann ist es auch fertig. Es ist irgendwann fertig. Man darf nicht vergessen, diese ganzen Leute, die machen das quasi, ich sag's mal, ehrenamtlich. Also die kriegen dafür kein Geld. Die sind hier nicht angestellt. Das sind halt Pokémon-Spieler, Pokémon-Fans, die halt hier an dem Spiel neben ihrem eigentlichen Beruf, neben ihrem eigentlichen Leben dran arbeiten. Und das dauert natürlich. Das dauert natürlich. Shane zum Beispiel ist ja, glaube ich, richtig professionelle Spieleentwickler mittlerweile. Also jetzt so salopp gesagt, der macht den ganzen Tag vielleicht nichts anderes. Ich weiß es nicht, aber die Leute, die hier dran arbeiten, das sind halt normale Leute wie du und ich. Und die haben nicht so viel Freizeit jeden Tag. Und ja, hier dauert das halt alles so ein bisschen. Also Ich habe auch schon wieder solche pessimistischen Foreneinträge gelesen. Ja, die fünfte Region wird hier nie kommen, weil die fünfte Region war niemals vorgesehen. Was ein Blödsinn. Während sich hier unser Froakie entwickelt, jawohl, zu Frogadia. Das ist ja ein sehr stylischer Name. Und damit hätten wir ihn auch abgearbeitet. Hallöchen, mein Freund. Ja, also von wegen, die fünfte Region wird niemals kommen. Das ist Blödsinn. Niemand hat gesagt, dass hier nie die fünfte Region kommen wird. Die wird irgendwann kommen. Irgendwann ist sie fertig. Es dauert halt nur ein bisschen. Genauso wie gesagt wurde, ja, die aktuellste Pokémon-Generation wird niemals kommen. Leute, natürlich wird die kommen. Sie ist doch hier schon im Pokédex vorbereitet und irgendwann wird die kommen. Der einzige Grund, warum die aktuellste Gen noch nicht drin ist, ist, weil die ersten Gens hier noch weiter verfeinert werden. Es gibt hier einige Pokémon drin, die kann man gar nicht so wirklich fangen. Oder es gibt hier auch einige Pokémon drin, wo die Entwicklungen noch gar nicht funktionieren. Da wird auch jeden Monat immer wieder was reingepatcht, dass die ersten Gens halt, dass da alle Entwicklungen funktionieren. Und das ist halt der Grund. Und zu dem Thema mit den Alola-Formen. Die Alola-Formen sollten schon mal reinkommen. Es wurde schon mal bei den Selvi Islands an einem Gebiet gearbeitet, wo man die Alola-Pokémon hätte fangen können. Aber aufgrund von Programmierschwierigkeiten musste das Ganze dann erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden, weil da hat irgendetwas nicht so ganz funktioniert. Ja, also
wie gesagt, diese ganze fast schon Panikmache mit die fünfte Regierung wird niemals kommen. Doch, sie wird kommen. Es dauert halt nur. Und die aktuellste Pokémon-Gen wird niemals kommen. Die Pokémon werden niemals released werden. Doch, sie werden released werden. Es wird auch hier irgendwann Mega-Entwicklungen geben. Sie arbeiten aktuell an einer Lösung. Das kommt alles noch. Ey, wieso entwickelst du dich nicht? Okay, das Vieh entwickelt sich scheinbar nicht auf Level 16. Das ist ja eine Frechheit. Was ist denn hier mit den Gen 5 Startern los, Freunde? Monsieur Tepic, würden Sie sich bitte mal entwickeln? Das wäre eine sehr gute Sache, die ich begrüßen kann, wenn Sie sich hier mal entwickeln würden. Wahrscheinlich ist es dann Level 18, oder? Da muss ich hier noch ein bisschen rumfarmen. Was mir auch so in den Sinn gekommen ist, war ja ewig schon die Frage in dem Forum rumgeistert, wie könnte man denn das mit den Mega-Entwicklungen eigentlich lösen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich weiß darauf gar nicht so hundertprozentig unbedingt eine Antwort. Ich würde es eigentlich so handhaben, dass die Mega-Entwicklungen mit den Steinen passieren. Also erstmal, dass man sich durch ein Quest dieses Armband holen muss und dann, dass die Steine quasi so wie normale Entwicklungssteine funktionieren. Oh, es ist Stufe 17, sehr gut. Ja, dann entwickel dich mal. Du kleines Mopsi. Ja, wir sind ganz kräftig, ne? Ja, dass man sich durch ein Quest dieses Armband holt und dass die Megasteine vielleicht einfach wie normale Entwicklungssteine funktionieren. Aber es muss dann eine programmiertechnische Abfrage geben, dass man immer nur ein Mega-Pokémon im Team haben darf. Ich denke, das ist realisierbar und ich denke, das ist auch die einfachste Lösung. So, kannst du denn hier auch etwas Schaden machen? Ja, damit kann man noch arbeiten. So, entwickelst du dich vielleicht direkt auf Level 16? Das würde die ganze Sache ein bisschen beschleunigen. Nein, tust du nicht. Kein Interesse, alles klar. Dann ist es bei dir wahrscheinlich auch Level 17. Ja, ich denke, das mit Mega-Entwicklung kommt auch irgendwann. Ich meine, es hieß ganz am Anfang von, was habe ich denn jetzt gemacht? Macht das Schaden? Nicht wirklich. Erstmal Bullshit gedrückt. Es hieß ja zum Beispiel auch ganz am Anfang, dass es pro Region nur ein legendäres Pokémon immer zu fangen gibt. Haben sie mittlerweile aufgelockert. Es gibt mittlerweile so viele legendäre Pokémon. Holy shit. Die Sache mit den Doppelkämpfen zum Beispiel, das ist ja eine Sache, die mich an Pokémon sehr, sehr gefreut hat, dass es dort Doppel- und Dreifachkämpfe gibt. Das wird es hier auch irgendwann geben. Sie werden dieses Problem irgendwann lösen. Irgendwann wird sich einer finden, der sich diesem Problem annimmt und der es dann auch erfolgreich löst. Und wegen Pokémon-Züchten. Ich glaube, wenn Pokémon-Züchten so in der Form eingeführt wird, wie es das in den Nintendo-Spielen gibt, dann würde, glaube ich, das ganze Spiel hier kaputt gehen, weil dann würde niemand mehr hier auf den Routen farmen. Jeder würde noch einmal kurz auf die Route gehen und sich dann sein Meister-Pokémon züchten. Es würde gar nicht mehr wirklich gespielt werden. Deswegen kann ich das schon prinzipiell verstehen, dass sie das nicht einführen wollen. Aber wenn ich hier nochmal auf den Reiter der Pokémon-Eier verweisen darf, irgendetwas Richtung Pokémon-Züchten kommt vielleicht. Ich habe zum Beispiel auch neulich im Pokémon gelesen, dass die Entwickler irgendetwas Spezielles vorbereiten. Und zwar einen sogenannten, ich glaube, Shadow-Typ für jedes Pokémon oder irgendwie sowas komisches. Bisher möchte sich noch niemand dazu äußern, was denn diese Shadow-Pokémon irgendwie sein sollen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also, Pokémon Revolution Online macht eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Entwicklung. Und du entwickelst dich. Ja, sehr schön. Hätten wir doch schon mal die Hälfte. So, ihr anderen dann aber bitte alle auf 16. Beziehungsweise bei Fennekin ist es eh egal. Die erreicht er hier mit 22. Ich meine, bis vor kurzem gab es ja in Pokémon Revolution Online nur die stinknormalen Bälle. Also Pokéball, Superball, Hyperball und Meisterball.
Jetzt gibt es ja auch sehr, sehr viele verschiedene. Ich mache dem ja gar keinen Schaden. Moment. Ich muss mal gerade hier. Ich hoffe, das ist Level 16 bei dir. Sonst könnte das ein bisschen kompliziert werden. So. Leaf Tornado. Ja, gerne doch. Dann kannst du wenigstens mal angreifen. So, schauen wir mal. Entwickelst du dich jetzt? Ich hoffe doch. Es wäre mir sehr recht, wenn du dich jetzt entwickeln würdest. Nein. Ach, diese Starter-Pokémon wollen mich doch alle verarschen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Das mit den Pokébällen ist ja ein ziemlich, ziemlich gutes Beispiel, dass sich hier durchaus etwas tut. Sag mal, machst du eigentlich irgendwie sowas wie Schaden? Holy shit! Okay, wir machen gerade erstmal Fenneken. Lalalalala. So, du müsstest dich aber gleich entwickeln. Holy moly. So, zack. Was? Wie? Du kannst auf Level 21 kein Zubat auf Level 10 besiegen? Soll das ein Witz sein? Das ist ja echt unglaublich. Das ist ja echt unglaublich. Unfassbar. So, jetzt aber hier, Kollege. Jawohl. Da hätten wir doch schon wieder eine Entwicklung. Wunderschön. Jawohl. So, dann probieren wir mal Chespin. Ja, an den Bällen, dass es mittlerweile hier diese verschiedenen Bälle schon teilweise gibt. Hier, keine Ahnung, Tauchball, Netzball und wie diese ganzen komischen Bälle alle heißen. Daran sieht man ja schon, dass sich dieses Spiel sehr, sehr gut und sehr, sehr konstant entwickelt. Das war ein Crit, holy shit. Und ich freue mich echt auf die weitere Entwicklung von Pokémon Revolution Online. Meiner Meinung nach immer noch das beste Pokémon-Spiel, was es gibt, auf jeden Fall. Selbst wenn jetzt nächste Woche die 5. Region in Pokémon rauskommen sollte, ist Pokémon Revolution Online meiner Meinung nach immer noch 10.000 Mal besser, weil die hier einfach nicht die Leute verarschen und abziehen. Und das finde ich gut, dass das hier nicht passiert. So, und du entwickelst dich auch zu einem Rollmops ebenfalls, wie ich sehe. Großartig. So, Sneevy, was machen wir mit dir? Ich brauche hier ja gar nicht versuchen zu trainieren. Das kannst du ja komplett vergessen. So, ich gehe mal gerade kurz ins Pokémon Center. Und einmal kurz heilen. Yes, please. Ach, weißt du was? Ich habe keine Geduld für sowas. Hier, komm, Sonderbonbons. Friss und entwickel dich. Jawohl, da haben wir's. Ja, sehr schön. Hätten wir doch die Starter schon mal alle auf die zweite Stufe entwickelt. So, dann würde ich mal sagen, könnt ihr erstmal wieder auf die Box gehen. Du kommst auf jeden Fall mit. Rotom, du kommst auf jeden Fall mit. Du kannst hier auch schon mal auf die Box. Ich kann dich ansonsten mal mitnehmen. Hier, nehmen wir mal hier ein bisschen was mit. So. Du kommst auch noch mit und das gute Mew nehmen wir mal auch noch mit. So. So, Rotom, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Einkaufszentrum von Höhen. Und schauen mal, was es da mit den Kisten auf sich hat, während ich den Pokestop einfach mal ganz dreist links liegen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich allerdings wirklich ein bisschen schade finde an Pokémon Revolution Online, dass sie, also, sie haben ja zum Beispiel mit einem letzten Update einige neue Pinkan-Pokémon hinzugefügt, auch diese neuen Halloween-Pokémon. Könnte man nicht wenigstens, mal so gefragt, die Alola-Formen einfügen? Dann hätte man einerseits schon die ersten Gen 7-Pokémon drin, das sind ja die Alola-Formen prinzipiell, und ich sag mal so, so ein paar Alola-Formen einzufügen, kann ja wohl nicht wesentlich schwieriger sein, wie neue Pinkan-Pokémon einzufügen. Das ist doch genau dasselbe Prinzip eigentlich. Also,
Ich verstehe nicht, wieso man da nicht wenigstens ein bisschen was in die Richtung schon macht. Es wurde ja, wie gesagt, schon mal versucht. Ich weiß nicht so ganz, wo da das Problem liegt, aber ich denke mal, die machen das schon. Die wissen schon, was sie tun und sie machen einfach einen fantastischen Job. Und ich bin jetzt tatsächlich hier und werde jetzt mal gucken, was es denn mit diesen Kisten auf sich hat. So, Rotom, dann komm doch mal mit. Es soll sich dabei um folgende Kisten handeln. Ich glaube, die müssen im nächsten Stock dann sein. Genau, diese Kisten hier kann ich ansprechen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was passiert. Okay. Rotom möchte diese Sachen hier in dem Container, diese elektrischen Teile, sich mal ein bisschen genauer angucken. Ja, kannst du von mir das gerne machen? Lol, ich kann mir jetzt aussuchen, zu was sich Rotom entwickelt. Okay. Ja, also ich sag mal so, ich habe hier gerade ein bisschen dreckige Wäsche zu Hause rumliegen. Ich glaube, die Waschmaschine ist dann doch schon die erste Möglichkeit, oder? Okay, es gibt keine tolle Animation. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Okay, es gibt keine tolle Animation, aber hier hätten wir tatsächlich das Waschmaschinen-Rotom. Ja, großartig. Willkommen, Waschmaschinen-Rotom. Elektrowasser. Ja, hat natürlich die Nature Alarmant. Perfekt für Elektro und Wasser. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja ein paar physische. Ja, wobei. Oh, das ist für Rotom eigentlich ein richtiges Kackwesen, da er ja sowieso eigentlich mehr Angriff hat. Und hier auch mehr IVs. Adamant ist für Rotom nicht so geil. Aber gut, ja, wir haben einen Waschmaschinen-Rotom. Was soll man dazu sagen? Endlich kann ich meine dreckige Wäsche waschen mit einem Waschmaschinen-Rotom. Ich werde auch mal versuchen, ob ich vielleicht noch an ein paar mehr Rotoms rankomme. Ich glaube, es gibt insgesamt 5 Formen von Rotom. Warte mal, es gibt die Waschmaschine, es gibt den Ofen, es gibt den Gefrierschrank, es gibt den Föhn, es gibt den Rasenmäher. Gibt es ein... Das waren jetzt 5. Gibt es noch ein 6? Wenn ich noch eine Form vergessen habe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich es auf jeden Fall. So, dann will ich mal sagen, geht mal abschließend ins Pokémon Center und dann soll es das für diese wunderbare Folge auch schon gewesen sein. Ja, liebes Waschmaschinen-Rotom. Ach, da muss ich ja gleich schon wieder hier Knete bezahlen, um zurück nach Kanto zu kommen. Meine Güte, ey. Die Inflation ist ja auch mittlerweile in der Pokémon-Welt angekommen. Ja, ich würde aber mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Die ganzen Entwicklungen der 5. und 6. Gen-Starter sind soweit durch. Jedenfalls die erste Entwicklung. Die zweiten mache ich vielleicht offscreen, denke ich mal. Vielleicht auch in einem Video. Muss ich mal gucken. Und ja, Rotom hat sich mittlerweile endlich mal auch entwickelt. Ich frage mich, wieso sie die Entwicklungen wieder so rausgenommen haben. Also wieso entwickelt man Rotom jetzt hier an diesen Kisten zu den verschiedenen Formen? Ich habe so die Vermutung, dass es da ein paar Bugs gab mit den anderen Entwicklungen auf den genannten Routen und so. Ich denke, da gab es ein paar Fehler und deswegen hat man es so gelöst, dass man Rotom jetzt im Einkaufszentrum von Höhen einfach entwickelt an diesen Kisten. Macht es auch ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Okay, dann würde ich mal sagen, mal gucken, was ich in der nächsten Folge mache, was ich mir so Tolles einfallen lasse. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.